Ist egal, was sonst in der Gegend hier ist, aber das Erz nehmen wir mit. Das ist so ein Grund, warum ich die ganzen Spitzhacken dabei habe. Für den Fall, dass ich irgendwo Erz finde, dann will ich es eben auch haben. Wenn es schon an der Oberfläche rumliegt und drum bettelt, abgebaut zu werden, dann will ich ihm den Gefallen auch tun. Und ihr seht, das lohnt sich gerade tierisch. Das sind immerhin mehr als ein Klotz Erz. Wow. Oh Gott, wie viele Erzklumpen waren das gerade? Zwei Stück hatte ich noch im Inventar. Das waren sechs Erzklumpen, die ich gerade eingesammelt habe. Also hat sich wirklich gelohnt, hier mal einen kurzen Zwischenstopp einzulegen an der Stelle. Gut, gucken wir mal, was da hinten ist. Also Gebirge sehen wir schon von Weitem. Ja, wir sehen Hühner rumhüpfen. Oh, hier sind wirklich mengenweise Hühner. Ja, da können wir auch ruhig mal eins killen. Das fällt nicht auf. Hier kommen wir wahrscheinlich sowieso in 100 Jahren nicht wieder her. Ein weißes Schaf. Hey, weißes Schaf, gib mir weiße Wolle. Und hier haben wir ein Loch mitten in der Landschaft. Mit Eisen und Kohle und Creepern und Zombies und was man sonst so alles in Löchern hat, ne? Aber das ist mir egal. Au. Nur für das Eisen schnell. Eigentlich müsste man das hier jetzt groß erkunden, aber ich wollte eigentlich eine Oberflächenerkundungstour machen und nicht eine Höhlenerkundungstour. Ja, verdammt. Ich will keine Expedition in unterirdischen Reichen machen, sondern ich will eine Expedition irgendwie an der Oberfläche machen, um mal ein bisschen die Gegend kennenzulernen. So, das haben wir jetzt da erledigt. Wieder ein paar Stückchen Eisen mehr und dann gucken wir uns mal hier weiter um. Oh, da sehen wir was Neues. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist ja mal schön, dass wir diese Abwechslung haben. Was wir hier beobachten, also das sind Bäume, klar. Oh, und da vorne sind Schweine. Schön. Klar, Bäume. Wunderbar. Haben wir noch nie gesehen. Kann sein. Aber an den Bäumen hier ist offensichtlich was Besonderes. Da wachsen nämlich Schlingpflanzen dran. Diese Schlingpflanzen kann man theoretisch abbauen. Wahrscheinlich auch mit der Schere, nehme ich an. Ja. Oder kann man sie auch von Hand abbauen? Nee. Gut. Haben wir jetzt also gelernt, wir können Schlingpflanzen abbauen. Die können wir theoretisch woanders wieder hinsetzen und so. Und ich muss gerade mal feststellen, dass der Baum eine extrem interessante Holzfarbe hat. Aber gefallen tut es mir nicht gerade. Möhm? Boah. Also ich habe jetzt keine Lust, da hier in diesem riesigen Gewälde, Wald, Döns, Gedönsi rumzulaufen. Muss es nicht sein. Ich hau lieber ein paar Schweine tot, genau. Da haben wir ein bisschen Nahrung. Genau, das ist super. Nahrung kann man immer brauchen. Es ist erstaunlich, wie viele Viecher hier rumlaufen, ne? Ausgerechnet an meinem Startpunkt, wo ich sie gebraucht hätte, damit ich ja von Anfang an Viehzeug habe. Das haben wir keine gesehen am Anfang. Mussten wir erstmal alles anlocken. In mühevoller kleiner Balken. Die Viecher haben sich dann noch saudumm angestellt, aber hier in freier Wildnis, weit, weit von meinem Zuhause entfernt, da laufen die Viecher mengenweise rum. Skandal. Haben wir hier noch ein bisschen Erz rumliegen, zufällig gerade? Zufällig gerade nicht, das ist schade. Was ist denn da oben in der Höhle? Noch ein Skelett, ja. Ah, es ist schön, dich zu sehen, mein Freund. Au. Und so sieht man am helllichten Tag mitten in der Prärie irgendwelche Skelette rumstehen, die sich dran erfreuen, dass ich hier bin, um ihnen Gesellschaft zu leisten. Ist es nicht toll? Schönes Spiel, Minecraft. Doch, wirklich schönes Spiel. Warum sammle ich eigentlich die Kohle ein? Verdammt, als wenn ich nicht genug Kohle hätte. Egal. Da vorne ist wieder schon wieder eine Höhle. Was macht denn eigentlich meine Karte? Okay, wir bewegen uns auf jeden Fall konstant in die gleiche Richtung. Da ist noch mehr Kohle, na toll. Was soll ich mit der Kohle, Leute? Was ist hier Schönes? Einfach nur ein Loch, oh Mann. Also wir sehen schon den neuen Minecraft-Versionen. Neuen Minecraft-Versionen. Meine ist schon wieder so veraltet und ich spreche von neuen Minecraft-Versionen. Aber Tatsache ist, in diesen Minecraft-Versionen, den aktuelleren oder den noch aktuelleren als meine, findet man wirklich Höhlen an jeder Ecke, die man natürlich bis zur Unendlichkeit noch viel weiter erkunden könnte. Man könnte wirklich sein ganzes Leben da verbringen. Aber da hat man ja nichts davon. Also, ich meine, irgendwo ist auch mal Schluss. Man kann irgendwo anfangen und irgendwo aufhören, aber man kann nicht wirklich sein ganzes Leben damit verbringen, Höhlen zu erforschen. Also ich jedenfalls nicht, da würde ich wahnsinnig werden. Okay, falls es jetzt bei euch genauso extrem ruckelt, teilweise wie bei mir, liegt das natürlich daran, dass ich ein gigantisches Gebiet erkunde. Meine Speicherdatei von meiner Minecraft-Welt wird natürlich dementsprechend auch immer größer. Und da die Landschaft ja automatisch erst generiert wird, zufallsgeneriert wird, wenn man sie weiter erkundet, braucht das Spiel natürlich auch jetzt entsprechend Ressourcen von meinem PC. Also ich meine, je mehr man auf Erkundungstour geht und je mehr Gebiet man aufdeckt, desto mehr Gebiet muss generiert werden vom Spiel. Und das kostet natürlich wirklich alles Leistung. Ist absolut logisch und nachvollziehbar meiner Meinung nach.
Und das hier sieht interessant aus. Muss ich mal so feststellen. Und ich glaube, es wird bald Nacht, oder? Wo ist denn die Sonne? Oh ne, es ist noch gerade mal Mittag. Was ist das hier? Warum ist das so abgeschnitten? Mitten in der Welt einfach eine abgeschnittene Felswand. Krass. Sieht schon irgendwie stylisch aus. Und da schon wieder Kohle. Und ich kann nicht dran vorbeigehen. Ich muss sie abbauen. Es tut mir leid. Oh. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich hoffe mal, ich hoffe jetzt wirklich, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Ich hoffe wirklich, dass man im Video diese Fehler sehen kann, die ich hier gerade verursache. Das passiert gelegentlich mal in Minecraft, wenn man ein bisschen viel durch die Gegend läuft und erkundet. Also, ich habe diese Kohle jetzt hier abgebaut. Ich weiß nicht, was ihr seht, aber bei mir ist die Kohle immer noch da. Und wenn ich jetzt da hingehe, wo ich die Kohle abgebaut habe, dann stehe ich in der Wand und kann irgendwie bis in die Unendlichkeiten der unendlichen Tiefe blicken. Also ich sehe hier wirklich gigantische Höhlen, Lava, Seen, Canyons. Oh mein Gott, da hinten ist ein Mega-Canyon. Und lauter so ein Kram. Und ich finde das sehr witzig. Das ist ein Fehler, der passiert eben gelegentlich bei Minecraft. Kann ich nicht ändern. Oh Mann. Extrem witzig. Ich mag das. Okay. Karte. Boah. Irgendwie sind auf meiner Karte entweder Löcher oder sind Berge. Eins von beiden. Okay, mach das Ding mal weg, damit ich hier runter gucken kann. Nichts von Interesse. Also es gibt auch einen Grund, warum ich hier rumlaufe und mich sinnlos in der Gegend umgucke. Ich will natürlich ein bisschen was sehen von der Welt, das ist klar. Ein paar Dinge zeigen, die wir noch nicht gesehen haben, wie zum Beispiel diese Bäume. Das sind ja ganz andere Bäume, wie wir sie bisher kennen. So richtige Mega-Mutanten-Bäume, die ich übrigens extrem hässlich finde, aber egal. Und dann haben wir diese Schlingpflanzen, die haben wir auch noch nie gesehen. Oder wie auch immer das ist, vielleicht soll es Efeu darstellen. Nee, es sieht nicht, ja, nicht mal annähernd nach Efeu aus, aber egal. Nebenbei sehen wir Schweine, die haben wir auch noch nie gesehen, ne? Oh, und hier sind sogar Schweine zum Abwinken, da soll ich mal ein paar schlachten. Aber es gibt auch andere Dinge, die wir noch finden können in dieser Welt, die wir noch nie gesehen haben. Und ich wäre sehr froh, wenn ich mal sowas finden würde. Nur, es ist natürlich wieder mal. Ah! Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich wieder mal total glücksabhängig, ob man gerade zufällig in die richtige Richtung läuft und sowas findet oder nicht. Und bei meinem Glück könnte das also nie passieren, aber nö, Pustekuchen, wir haben gerade etwas gefunden. Das sieht schon sehr auffällig aus. Also ich meine, diese orangene Farbe, die ist ja schon irgendwie für Minecraft untypisch. Wann sieht man hier schon mal was Orangenes? Und die Gesichter auf den Dingern, die sind auch sehr irgendwie Creeper-like, würde ich sagen. Das sind Kürbisse. Ich weiß gar nicht, womit man die abbaut. Baut man die von Hand ab oder? Also mit der Spitzhacke ist schon mal dumm, das dauert ewig. Mit der Schaufel dauert genauso lang. Okay. Mit der Hand dauert genauso lang. Dann kann ich sie auch von Hand abbauen, würde ich mal so behaupten. Kürbisse, das ist wunderbar. Das ist somit eine Sache, nach der ich gesucht habe. Oh, ich verhungere. Ich habe mich gerade gewundert, was mich hier trifft, aber ich bin am Verhungern. Kann ich nachvollziehen. Ist da hinten ein Turm von mir? Bin ich so nah an meinem Zuhause? Ist das vielleicht der zweite Einstieg, den ich, also der dritte Einstieg in die Höhle, den ich gebaut habe? Das könnte hinkommen. Faszinierend. Da bin ich echt gar nicht weit vom Zuhause entfernt und finde schon sowas wie Kürbisse hier. Das ist toll. Aus Kürbissen kann man nämlich tolle Sachen machen und da ich ja gerne mal öfters irgendwelche Crafting-Rezepte zeige, die irgendwie bei euch nicht funktionieren, weil ihr eine andere Minecraft-Version habt oder so, machen wir das hier auch. Also erstmal Kürbisse sammeln und dann können wir später irgendwas draus bauen und so und dann freuen wir uns einen Keks. Wie immer. Ich höre Spinnen. Und ich sehe Schafe. Und ich sehe irgendwie ein Loch. Aha. Also es ist schade, wenn hier so an der Oberfläche schon so eine Menge Stein rumliegt, habe ich eigentlich gehofft, dass hier irgendwo ein bisschen Erz zu sehen wäre auf Anhieb, aber es sieht ja nicht danach aus. Kohle sehen wir, ja, toll. Ich bin wahrscheinlich zu hoch, um Erz zu finden. Also wäre jetzt naheliegend. Und es wird dunkel, das heißt, ich sollte jetzt langsam mich in ein Gebiet bringen, wo ich mich verteidigen könnte, wenn Monster spawnen. Hier in dem komischen Gebirge ist das echt ein bisschen unvorteilhaft. Vor allem, weil von oben Gegner kommen könnten und das sieht man natürlich so schlecht vorher. Vielleicht gehe ich auch nach Hause, ich weiß nicht. Ich meine, war ja doch irgendwie ein erfolgreicher Tag, eine erfolgreiche, nette kleine Expedition. Wir haben ein bisschen die Karte erweitert, wir haben ein bisschen die Welt erweitert, eigentlich, wenn man es genau nimmt. Würdest du dann sterben, Schwein? Ich will dich mitnehmen. Dankeschön.
Und da unten habe ich irgendwas gesehen. Was war denn das? Achso, das war nur ein Schwein und. Oh! Ja. Ne? Also. Ja, halt. So viel zu. Man hat irgendwie leichte Grafikfehler und so. Also, wenn man ein bisschen viel erkundet. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist oder ob das nur bei mir so ist, aber das passiert irgendwie immer, wenn ich lange Zeit durch die Gegend laufe und erkunde. Finde ich witzig. Hey, mal, ich kann meinen Weihnachtsbaum von hier aus sehen. Das ist faszinierend. Ich war wirklich nie weit von zu Hause weg. Das finde ich toll. Schauen wir noch ein paar Blumen ein, wenn wir schon dabei sind. Ich meine, klar, jetzt können überall Gegner spawnen und aber ich bin ja auf alles vorbereitet. Ich meine, ich habe Nahrung dabei, ich habe eine Rüstung an, ich habe Waffen dabei. Naja gut, noch ein Schwert habe ich dabei, okay. Aber das reicht ja. Das ist noch halb heil, also ist es okay. Und wenn jetzt irgendwie hier Gegner meinen, sie müssten ja auf die Eier gehen, dann haue ich sie tot. So einfach ist das. Wäre cool, wenn ich noch ein paar Rosen finden könnte. Na, sehen nicht dann noch aus. Getreide habe ich leider keins dabei, sonst würde ich jetzt gerade die Viecher hier alle mit zu mir locken und sie zu Hause stapeln, aber. Nö. Okay, hier sind noch ein paar Rosen. Finde ich in Ordnung. Sammeln wir die ein. Und irgendwie kriege ich bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen Saatgut. Also Samen, wie sie es hier nennen. Aber die Samen sät man aus und dann wächst daraus Getreide und so. Wir wissen es alle mittlerweile. Nichts Neues mehr. Creeper an jeder Ecke, das ist schön. Ist doch toll, wenn man in so einer friedlichen Welt ist, wo irgendwie alle paar Meter irgendwelche Creeper und Skelette stehen. Ja genau, Skelette. Meine altbewährten Lieblingsfeinde. Stirb, Skelett, stirb. Stirb, hab ich gesagt. Du verstehst wohl kein Deutsch, Kollege. Eieieiei. Gut. Es ist dumm, weil ich weiß... Oh, oh. Okay, es funktioniert noch. Gut, ich habe schon gedacht, wir hätten jetzt schon den nächsten Bug ausgelöst durch die Erkunderei. Das kann nicht auch passieren, nicht nur, dass Blöcke nicht abgebaut werden oder Blöcke als immer noch vorhanden angezeigt werden, obwohl man sie abgebaut hat, sondern dass das auch mit Blumen zum Beispiel passiert und mit anderen Sachen, mit Gras und Bäumen und überhaupt. Aber so weit haben wir es offensichtlich noch nicht getrieben, also noch funktioniert das Spiel einigermaßen. Beruhigenderweise. Ihr müsst mir unbedingt mal schreiben, ob das bei euch auch so ist. Wenn ihr viel in der Gegend rumläuft und große Gebiete erkundet, ob dann die Grafik irgendwie Aussetzer hat und man irgendwie durch den Boden sehen kann, so ein Quatsch. Oder ob das nur bei mir so ist. Aber das war bei mir bis jetzt noch bei jeder Minecraft-Version so. Also je weiter ich in der Gegend rumlaufe, desto mehr fängt das Spiel an zu spinnen und finde ich witzig, ja. Oh, da ist ein Creeper. Oh, da ist ein Ei. Hey, Creeper. Ja, braver Creeper. Sei tot. Ja, sind immer noch Blumen. Das ist faszinierend. Wie viel habe ich jetzt langsam von den Dingern? 27 gelbe und 19 rote. Boah, holen wir noch ein paar mit. Sind natürlich rein zur Deko zu gebrauchen oder für Farbstoffe zu machen. Also Farbstoffe, das kennen wir ja schon. Vielleicht gibt es auch noch irgendwelche andere Rezepte, die ich noch gar nicht kenne. Die müsste ich mir dann bei Gelegenheit raussuchen. Du willst nicht zu mir. Das halte ich für ein Gerücht. Du willst gar nicht zu mir. Genau. Kommt da einfach mal von nirgendwo ein Creeper her. Also irgendwo aus dem Nirgendwo. Oh, und da kommt ein Skelett. Au, und ich laufe genau in den Pfeil rein beim Versuch auszuweichen. Du bist hässlich. Was hat denn das für eine komische Sonnenbrille auf? Und warum läuft das Skelett bei Nacht mit Sonnenbrille rum? Wer läuft überhaupt nachts mit Sonnenbrille rum? Außer Albert Wesker. Niemand, der bei Verstand ist oder so. Egal. Schön. Haben wir noch was hier? Hühner zum Abwinken, klar. Ein Zombie sehe ich. Und ich sollte mal was essen, bevor ich hier sterbe. Aber das ist ja nebensächlich. Der Zombie läuft eh von mir weg, also essen wir jetzt gleich was. Habe ich noch Gammelfleisch? Nee. Das könnte ich auch nicht mehr aufnehmen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Na dann. Hauen wir noch den Zombie tot. Ob er jetzt Gammelfleisch hinterlässt oder nicht, ist mir egal. Ich kann es nicht mehr einsammeln. Aber die Punkte nehme ich mit. Und mein Schwert dürfte dann auch bald mal irgendwann den Geist aufgeben. Das hat ganz schön was mit... Also meine Schwerter haben in letzter Zeit einen ganz schönen Verschleiß, muss ich wirklich mal sagen. Was ich in letzter Zeit hier alles verkloppe, das ist nicht mehr schön. Aber wenn die Gegner halt gerade da sind und irgendwie Punkte geben und... Ja... Kann man doch mal machen, oder? Ich finde schon. Gut, mit der Lava muss ich mal was überlegen, wo ich die bunkere, weil irgendwann laufe ich noch versehentlich rein, dass ich das jetzt komme. Noch jemand hier? Nö, ne? Ach ja. Trautesheim. Glück allein. Ach, gucken wir nochmal nach den Schafen, genau.
Und nach den Hühnern und überhaupt, wir wollen wirklich mal noch ein bisschen Krempel hier. Ach, ich kann gar keine Wolle sammeln. Verdammt, ich habe ja gar keinen Platz im Inventar. Auch ihr blöden Hühner. Bleibt doch in eurem Gehege. Ich höre eine Spinne. Au, ich merke eine Spinne. Würdest du das dann bitte unterlassen, Kollege? Ich weiß, du machst nur deinen Job, aber ich mag deinen Job nicht. Und ich mag dich nicht. Und überhaupt. Blöde Spinnenviecher. Okay. Noch ein paar Eier hier in die Gegend kauen. Das gibt's auch nicht. Na, also geht doch. Von 13 Eiern gerade mal ein Huhn. Das ist erbärmlich. So. Und du hast dich offenbar verlaufen. Ich erlöse dich von deinem Leiden. Oh, da ist noch ein Huhn, das sich verlaufen hat. Okay. Macht nichts. Ich erlöse euch doch gerne, Leute. So, jetzt muss ich dummerweise wirklich erstmal Zeugs ablegen, damit ich irgendwie Wolle einsammeln kann. Was bitte? Wie und überhaupt? Wie ist das Huhn hier reingekommen? Hier sind die Türen zu und da oben kann es nicht rein. Die Hühner können zwar ein bisschen hüpfen und ein bisschen gleiten, aber nicht wirklich fliegen. Also wie ist das Huhn hier reingekommen? Achso, und das mache ich mit meiner Wolle. Eieiei, da muss ich es schon wieder neu anordnen. Graue Wolle kann man übrigens auch künstlich herstellen, also einen Farbstoff für graue Wolle. Wollen wir jetzt aber gar nicht. Ich glaube, da kann man auch einfach nur Knochenmehl nehmen oder so. Ich weiß nicht. Müsste ich nachgucken. Ist mir auch im Moment völlig egal. Also mit dem Eisen hat es sich ja nicht gerade gelohnt, muss ich feststellen. Wenigstens haben wir ein bisschen was zu fressen mitgebracht. Das ist schon mal nicht verkehrt. Schwein kann man immer brauchen. Rind kann man immer brauchen. Die Brote legen wir auch mal nochmal hierher. Hühnchen kann man auch immer brauchen. Und jetzt haben wir hier noch jede Menge anderen Krempel, den ich erstmal irgendwo bunkern muss. Erstmal rausfinden, was wohin kommt nochmal. Das Ei behalten wir im Inventar, aber die Knochen kann man ablegen und das Spinnenauge und dies und jenes und überhaupt, genau. Das nehmen wir auch noch weg. Und die können wir auch, naja, die kommen eigentlich gar nicht da rein, genauso wie das Laub hier. Haben da gar nichts zu suchen. Gut, die kommen dann hierher. Hier, also ich meine, Pflanze zu Pflanze, das macht ja schon irgendwie Sinn, ne? Das kann man, glaube ich, noch gerade so nachvollziehen. Und ich glaube, dann können wir auch die Kürbis hier drin einlagern. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, und sonst Pfeile, Federn und anderer Krempel. Nicht hier, sondern hier. Genau. Pfeile und Federn und anderer Krempel. Das Bett legen wir auch erstmal hier rein. Wir brauchen es so schnell nicht mehr. Das Erz legen wir hier rein, wo es hingehört. Die Kohle legen wir auch hier rein. Macht ja auch Sinn. Die Werkbank sollte ich noch wegräumen. Das ist schlimm, ne, mit Minecraft. Also ewig hin und her geräumen, Zeug einpacken, Zeug wieder weglegen, hin und her laufen, dumme Krempel machen und überhaupt und sowieso. Wer schießt hier? Du willst mich verarschen, oder? Gut. Ich bin überzeugt, dass du an meinem Haus nichts zu tun, zu suchen hast. Oh, und es hat einen Bogen verloren. Schöne Sache. Das gibt's nicht. Das stimmt ja tatsächlich. Die Viecher verlieren einfach mal so Waffen und so ein Kram. Könnte mal jemand eine Rüstung verlieren. Langsam macht sich's bemerkbar, ne? Meine Rüstung kriegt schon ein bisschen Schaden hier. Sie hält noch eine Zeit lang, klar, aber... Naja, die war mal komplett voll. Und das ist mittlerweile längst nicht mehr. Ich würde gerne da rein und zumachen. Dankeschön. Genau das hatte ich vor. Gut, züchten wir noch ein paar Hühner. Vielleicht. Man sollte echt meinen, bei der Menge Eier, die ich hier immer verbrate, würden wirklich ein paar Hühner mehr entstehen. Aber nee. Okay. Ach so, jetzt habe ich kein Getreide, um irgendwie Kühe zu züchten. Das ist doof. Was macht ihr hier vor der Tür? Ich hasse euch. Ihr seid dumm. Muss ich jetzt mal sagen. Warum stehen die blöden Kackviecher immer vor der Tür? Echt eine Katastrophe. So. Es sieht sehr bunt aus hier drin. Ich muss sagen, ich komme mir vor wie... Ich weiß nicht. Kennt jemand so diese Ballpools? Also, wo kleine Kinder gern drin spielen, hat man öfters mal in Kaufhäusern und so, wo dann lauter Plastikbälle sind, in bunten Farben, in denen man dann rumschwimmen kann quasi. Daran erinnert mich das Ganze hier. Irgendwie so ein bisschen mit diesen bunten Schafen, die in Unmengen hier rumlaufen. Und man geht quasi in der Menge unter. Das ist toll. So, jetzt haben wir aber schön bunte Wolle hier. In allen möglichen Farben und auch mal in etwas größerer Menge. Da freue ich mich doch gleich. Toll, toll, toll. Das hier scheint wirklich gut zu wachsen, ne? Das Zuckerrohr auf Sand, das scheint wirklich
einigermaßen gut zu klappen. Es ist natürlich gestern wahrscheinlich so gut wie gar nicht gewachsen, weil ich nicht in der Nähe war. Das ist auch irgendwie was, das ist mir aufgefallen in Minecraft. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich weit weg von meinem Haus bin, dann wächst der Krempel, den ich angebaut habe, nicht. Also das heißt, Bäume, die ich gepflanzt habe, die wachsen nicht und Getreide wächst nicht mehr. Man sieht es ja hier, es hat ja kaum einen Fortschritt gemacht. Und Zuckerrohr wächst auch nicht und überhaupt alles wächst nicht. Und das ist doof. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ich habe keine Ahnung, woran ich erkennen soll, dass genau hier mein Haus steht auf der Karte. Aber, ja halt. Es muss irgendwo in der Mitte sein, das ist klar. Ist vielleicht in neueren Versionen so, dass man auf der Karte erkennen kann, wo das Haus ist. Aber theoretisch stehe ich genau vor meiner Haustür. Man sieht der Karte nur nicht an. Ist geil, dass ich hier einfach mal so einen Bogen finde. Faszinierend. Den lagen wir doch gleich mal beim anderen Bogen. Der hier ist. Oh, das werden irgendwie langsam ein bisschen viele Bögen. Machen wir das hier mal anders. So. Wodurch kriegt der... Wodurch hat der Bogen eigentlich Schaden? Kriegt der Schaden dadurch, dass man ihn benutzt? Oder wenn man damit zuhaut? Oder wie kommt das? Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Wäre ja möglich, dass der Bogen sich durch Benutzung abnutzt. Ist ja bei vielen Dingen so. Gut. Die Wolle können wir auch nochmal lagern. Und dann sieht das hier doch schon wieder ganz nett aus. Langsam wird's. Es ist auf jeden Fall ein bisschen was gesammelt hier. Also Rot und Gelb habe ich mittlerweile echt genug. Grün habe ich eigentlich auch ganz... Bin ich gut versorgt, würde ich sagen, ja. Aber von denen hier hätte ich echt gerne mehr. Naja, vielleicht ein andermal. Ich glaube, für den Moment bin ich eigentlich erstmal zufrieden. So ist jetzt irgendwie mein Drang weiterzumachen hier in Minecraft auf jeden Fall mal befriedigt. Für einen Moment. Und dann stellen wir uns einfach nochmal hier an die gleiche Stelle wie beim letzten Mal und tun so, als wäre nichts gewesen. Und ich sage euch, ciao Leute, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.